Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, zunächst einmal möchte ich auf einige Bemerkungen eingehen, die zu Beginn unserer Aktuellen Stunde gekommen sind. Wir müssen uns jetzt gerade noch mal kurz vergegenwärtigen, was hier behauptet worden ist. Es wurde noch mal eine Generalabrechnung vollzogen. Herr Reifschneider hatte hier im Plenum erwähnt, niemand sei zufrieden mit der Verkehrspolitik in Berlin. Herr Reifschneider, ich rate Ihnen dazu, Sie sollten vielleicht nicht nur BZ lesen jeden Tag, sondern Sie sollten sich vielleicht auch mal etwas breiter informieren über die stadtpolitischen Debatten hier in Berlin. Und deswegen kann ich Ihnen noch einmal sagen, der geschätzte Herr Kollege Henner Schmidt aus der vergangenen Wahlperiode könnte Ihnen wahrscheinlich auch einiges dazu erzählen, beispielsweise auch zu den Einschätzungen zu den Teilen für den Wirtschaftsverkehr, Mobilitätsgesetz, zu dem Thema Fußverkehr. Das waren sehr gute Debatten, das hat Spaß gemacht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir geraten in dieser Wahlperiode in eine andere Richtung. Das hat ja schon meine Kollegen von SPD und Grünen aufgeführt. Ein bunter Strauß an Argumenten, die allerdings keine, ich lasse keine Zwischenfragen zu, vielen Dank, ein bunter Strauß an Argumenten, die keine rote Linie wirklich deutlich machen bei der FDP. Da können wir uns anscheinend auf einiges gefasst machen, ein bisschen vielleicht auch eine Annäherung an den Stil, der Herr Friederizi hier im Plenum pflegt. Mal schauen. Ich hoffe, dass das im Ausschuss sachlicher wird und eher an der, wie gesagt, an der Sache orientiert. Denn das, was ich hier erlebt habe, das finde ich eigentlich nicht in Ordnung auf fachpolitischem Niveau. Denn wenn man sich jetzt mal anschaut, was hier gerade diskutiert wird, es wird gerade hier im Raum gestellt, wir würden Phantomdiskussionen führen. Entschuldigung, diejenigen, die jeden Tag über die autofreie Friedrichstraße am liebsten diskutieren wollen und über nichts anderes in der Stadt, das sind diejenigen, die hier Phantomdiskussionen in der Stadt führen und nicht die notwendigen Debatten darüber, wie wir hier zu einer sozialgerechten, einer klimaverträglichen Mobilität in der Stadt kommen, sondern jeden Tag dieselbe Sau durchs Dorf treiben wollen. Und da möchte ich mal mit einem Mythos aufräumen, der hier erwähnt worden ist von Herrn Reifschneider. Habe ich Sie richtig verstanden? Haben Sie tatsächlich hier im Plenum behauptet, Herr Wissing hätte die Idee für das 9-Euro-Ticket gehabt? Entschuldigung, alle Informationen, die wir haben, deuten darauf hin, dass es eine Ad-hoc-Entscheidung, eine Nachtentscheidung des Koalitionsausschusses war und dass der Herr Verkehrsminister am nächsten Tag davon erfahren hatte, was dort der Koalitionsausschuss geplant hat. Also bleiben Sie bitte bei der Wahrheit. Das ist wirklich unter Ihrer Würde. Und dann will ich auch noch mal sagen, und dieser Verkehrsminister sollte jetzt wirklich auch seine Hausaufgaben machen, denn das Stichwort ist ja hier gefallen. Die Regionalisierungsmittel sollen erhöht werden. Und da war die Aussage, es gibt die Erhöhung der Regionalisierungsmittel für den Ausbau der Infrastruktur. Und das, was jetzt für das 9-Euro-Ticket hinzukommt, ist on top. Und was hören wir gestern aus dem Bundestag, aus dem Bundestagsausschuss? Die Erhöhung der Regionalisierungsmittel soll erst 2023 erfolgen. Dann bitte, 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 liebe FDP, setzen Sie sich bei Ihrem Verkehrsminister und bei Ihrer Ampel dafür ein, dass die Erhöhung früher kommt. Dann müssen Sie mal hier auch Taten schaffen auf Bundesebene, da wo Sie Verantwortung haben. Die Regionalisierungsmittel müssen jetzt kommen, der Ausbau der Regionalisierungsmittel. Und dann möchte ich auch noch mal mit einem Mythos aufräumen, und zwar in der letzten Wahlperiode sind einige Aufgaben angegangen worden von dieser Koalition. Es war die erste Koalition in Berlin, die sich der Verkehrswende verschrieben hat. Und da zu meinen, wenn man ein Gesetz verabschiedet, das nach einem Jahr alles umgesetzt wäre, ist wirklich, wirklich, wirklich fernab jeglicher sachpolitischen Realität. Das sind Fantastereien, die Sie hier aufführen. Und das ist wirklich vielleicht auch ein Ausweis dafür, dass Sie in Berlin überhaupt nicht regierungsfähig sind, weil Sie sich den Realität nicht stellen wollen. Und ja, das ist ein hartes Geschäft. Es ist ein hartes Geschäft, hier Verantwortung zu tragen im Senat. Und ich bin sehr gespannt auf die Haushaltsberatungen im Mobilitätsausschuss. Ich möchte jetzt zur A100 sprechen. Die Linke Berlin lehnt den Weiterbau der A100 ab. Unsere Stadt braucht Grünflächen. Sie braucht bezahlbare Wohnungen. Sie braucht Platz für Kiezkultur, aber ganz bestimmt nicht für neue Autobahnen mitten durch die Stadt, durch ein dicht besiedeltes Wohngebiet, meine Damen und Herren. Das ist rückwärtsgewandt, das ist völlig überteuert und das ist keine Antwort auf die Fragen unserer Zeit heutzutage. Das ist völlig aus der Mode und Sie merken ja auch selbst an der Debatte hier
in der Stadtgesellschaft, aber auch im Plenum, da wird Ihnen der erbittertste Widerstand entgegenkommen. Hier und auf der Straße. Da können Sie sich sicher sein. Die Autobahn löst keine Verkehrsprobleme, sie erschafft erst welche. Und der 17. Bauabschnitt der A100 würde eine Schneise der Umwelt- und Kiezzerstörung durch Treptow, Friedrichshain und Lichtenberg schlagen. In einem Wohnviertel am Ostkreuz müsste ein Doppelstocktunnel gebaut werden. Für diesen Bau würde die neue Bahnhofstraße am Ostkreuz für Jahre gesperrt werden. Die Parkaue in Lichtenberg wäre betroffen. Eine Schule müsste abgerissen werden. Die östlichste Hälfte der neuen Elsenbrücke müsste wieder abgerissen werden. Da mal ein kurzer Verweis auf die AfD. Ich bin gespannt, ob Sie da Ihren Antrag weiterhin aufrechterhalten. Herr Latsch hatte heute etwas völlig anderes erzählt. Vor ein paar Wochen wollte er noch, dass wir jetzt ganz schnell diesen Bau, diesen Neubau der Elsenbrücke vorantreiben. Und jetzt kommt er mit ganz anderen spannenden Ideen. Interessant. Eine Kehrtwende, da werden wir uns im Ausschuss drüber unterhalten. Zur Klimaautobahn der CDU. Dieses Labeling ist wirklich an Zynismus und an Realitätsverweigerung nicht zu überbieten, meine Damen und Herren. Glauben Sie allen Ernstes, dass mit ein paar Bäumen und einem Radschnellweg die klimapolitischen Kosten dieses Megaprojekts werden ausgeglichen werden können? Glauben Sie allen Ernstes, dass ausgerechnet bei der A100 es das erste Mal in der Geschichte gelingen würde, mit dem Bau einer Schnellstraße den Verkehr im Umfeld zu beruhigen? Wollen Sie dieses Märchen jetzt noch die nächsten 10, 20, 30 Jahre erzählen? Glauben Sie allen Ernstes, dass das Projekt dadurch besser wird, weil irgendwann in Zukunft nur noch E-Autos dort fahren werden? Das ist das Gegenteil von Verkehrswende, meine Damen und Herren. Wir brauchen heute und in Zukunft nicht mehr Autoverkehr, auch nicht den Status quo. Wir brauchen weniger Autoverkehr. Und das sollte unser gemeinsames Ziel als Gesellschaft sein. Und ich weiß und wir wissen, das ist auch eine zutiefst kulturpolitische Frage hier in Deutschland. Völlig klar, völlig klar. Aber was Sie hier machen, ist, dass Sie versuchen, diese Debatte durch Greenwashing wirklich in eine Sphäre zu bringen. Das ist eigentlich nur noch politische Rabulistik. Das ist keine klare Sprache. Das ist an den Menschen vorbei. Das ist ein für dumm Verkaufen der Öffentlichkeit, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, ich möchte jetzt noch mal auf einige Lösungsvorschläge kommen, wie wir dieses Problem jetzt lösen können. Wir haben als Linke verstanden, die FDP in der Bundesregierung will eskalieren und deswegen sind wir auch bereit zu eskalieren. Man muss sich das mal vorstellen. Es gibt einen Koalitionsvertrag, der hier in Berlin, der sich gegen den 17. Bauabschnitt wendet. Es gibt einen Koalitionsvertrag der Ampel, der einen Infrastrukturkonsens bei Verkehrsprojekten und die Überprüfung des Bundesverkehrswegeplans vorsieht. Ich hoffe doch, ja, Herr Förster, ich hoffe doch, dass bei diesem Infrastrukturkonsens der Ampel die Länder auch vorgesehen sind. Habe ich jetzt nicht so den Eindruck. Und dann besitzen die Mitglieder dieser Regierung auch noch die Frechheit, in einem Zeitungsinterview mitzuteilen, dass mal eben der Bund die Planungsmittel freigeben wird. Diese Vorgehensweise ist ohne jeden politischen Anstand, meine Damen und Herren. Senatorin Jarasch hat erst kürzlich im Mobilitätsausschuss darüber gesprochen, dass sie mit dem Verkehrsminister Wissing über die A100 gesprochen hat. Da hat man aber darüber gesprochen, über den qualifizierten Abschluss des 16. Bauabschnitts und über das Verkehrskonzept. Kein Wort zu den Planungsmitteln. Was ist das für ein politischer Stil? Ist das der politische Stil der FDP? Wirklich? Im Jahr 2022? Und hinzu kommt noch einmal, wirklich noch einmal das Thema, dass wir uns darauf konzentrieren müssen, jetzt schnell zu Lösungen kommen und über Wege zu diskutieren, wie wir tatsächlich die FDP dort noch aufhalten können. Zunächst einmal muss die Bundesregierung und müssen auch die SPD und Grüne versuchen, Leitplanken hier einzuschlagen, damit die FDP wieder auf die richtige Spur geführt werden kann. Wenn das nicht gelingt, meine Damen und Herren, wir stehen dazu bereit, auch im Bundestag einen Beschluss zu fassen, die A100 aus dem Bundesfernstraßengesetz zu streichen. Aber wir müssen auch gucken, welche Hebel haben wir noch hier als Land Berlin. Und da gibt es mehrere Themen. Es gibt die Möglichkeit der Rückholung der Planungs- und Anhörungsbehörde vom Bund. Das erlaubt § 3
Absatz 3 des Bundesfernstraßenamterrichtungsgesetzes. Wir haben das rechtlich prüfen lassen, ob die Rückholung der Behörde auch noch für dieses Verfahren helfen würde. Die Antwort ist ja. Der Bund geht aktuell davon aus, dass die Eröffnung des Planfeststellungsverfahrens erst 2027 anstehen würde. Also haben wir noch viel Zeit dafür, aber auch nicht mehr so viel Zeit. Deswegen sollten wir uns daran machen. Außerdem, wir können den Versuch unternehmen, den 17. Bauabschnitt aus dem Flächennutzungsplan zu streichen. Auch das ist eine Möglichkeit, die wir ernsthaft in Erwägung ziehen sollten. Und dann soll mal der Bund kommen und gerichtlich eine Korrektur des FMP erwirken. Darauf bin ich gespannt. Und dann gibt es auch noch die abstrakte Normkontrolle gegen die Änderungsgesetze des Grundgesetzes. Die Juristinnen nennen das ein verfassungswidriges Verfassungsrecht. Wir erinnern mal daran. Wolfgang Schäuble hat die Bundesländer damals erpresst, weil er die Abstimmung über den Länderfinanzausgleich verknüpft hat mit dem Kompetenzwechsel bei den Bundesfernstraßen, meine Damen und Herren. Herr Kollege, Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss. Also, es gibt da sehr, sehr viel spannendes Material noch in den nächsten Wochen und Monaten. Wir werden dieses Feld bestimmt nicht kampflos abräumen. Das hat jetzt erst gerade angefangen. Wir sehen uns morgen bei der Demo gegen die A100. Vielen Dank.